dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verdammt beständig zu sein. Denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör es, wenn ich wiederkomm, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nicht sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Schon so viel Sachsen sind, ne? Also mal ganz ehrlich, ne? Wir Sachsen, wir sind ja eher so von der direkten Art. Also zumindest ist das in der Familie Klose. Ich weiß nicht, wo das sonst so ist. Pass auf, folgende Frage. René. Ah. Ein Applaus für René, bitte. Guck mal, der Platz ist so voll. Ihr steht da bis ganz, ganz rechts. Ne? Ist da noch alles klar bei euch? Sehr, sehr schön. Wie sieht es da ganz links aus? Bitte kauft Eis. Der junge Mann am Eisstand hat mir gestern erzählt, dass es läuft nicht gut mit dem Eis. Geht mal Eis kaufen, der freut sich. Wie sieht es denn ganz da oben aus? Alles klar? Gut, haben wir das schon mal geklärt. Und jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Wer ist denn heute das allererste Mal auf einem Silbermond-Konzert?
herzlich willkommen. Ihr seid 100 Pro die mitgeschliffen. Und die anderen waren schon mal auf dem Simmer. Wer war letztes Jahr schon hier? Das ist echt der Knaller. Wisst ihr, pass auf, für alle, die heute das erste Mal da sind, ne? Und die wahrscheinlich gezwungen wurden heute mal, den Silbermond abzugucken. Uns ging es schon eine ganze Weile. Wir sind damals gestartet in einer kleinen Stadt, die heißt Bautzen. Und das kann ich überwecken. Und konnte ja keiner ahnen, dass das dann alles so läuft, wie es läuft. Ne? Und tatsächlich werden wir immer noch nach all den Jahren so ein bisschen belächelt von einigen, wenn wir erzählen, dass wir vier immer noch echt viel zusammen machen. Und ist ja nicht so, dass wir die letzten Wochen nicht viel unterwegs waren, ne? Und trotzdem haben wir viel beschlossen, lasst uns einfach einen Tag eher nach Dresden fahren, ne? Deswegen sind wir gestern schon hergekommen und wir sind über diese Brücke gefahren, wo da auch ein paar Leute stehen. Schönen guten Abend, ihr da oben. Ich grüße euch auch. Und wir sind über diese Brücke gefahren und haben die Bühne schon gesehen und haben uns erinnert an letztes Jahr und dachten, ey, morgen spielen wir da. Und das ist verrückt. Und dann waren wir gestern Abend auf einem Konzert von einem Kollegen von Philipp Posell. Und ich war viel zu warm angezogen. Ich dachte, es wird kälter. Wir haben gestanden ungefähr da neben einem Mischpult. Der ist genau ungefähr da bei euch. Und ich war sehr froh, da war so eine kleine Stufe, da konnte ich mich draufstellen, weil ich bin ein bisschen kleiner und sonst hätte ich nichts gesehen. Und es war toll, wisst ihr, dann steht man da in einem Publikum und denkt sich, wie toll das wäre, wenn wir mal genau da stehen könnten, wo ihr jetzt gerade steht bei dem Konzert, weil ihr könnt es uns glauben oder nicht, aber nach so vielen Jahren ist das ganz schön verrückt, dass so viele Menschen heute einen weiten Weg angetreten haben und heute hier stehen an diesem Elbwiesen. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Vielen Dank.